Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Kampagne für die Stronghold Definitive Edition. Und zwar gibt es neben der neuen Juwel-Kampagne ja noch weiteren Content, der neu hinzugefügt wurde, und zwar den Burgpfad. Quasi die Belagerungsmission in einem Art Kreuzzugmarsch zusammengefasst. Wobei ich glaube, ich gehört habe, dass auch Belagerungen dabei sind, die nicht Teil der Belagerungsmap sind. Aber ich würde sagen, schauen wir einfach mal, was am Ende bei rumkommt. Wir beginnen mit der ersten Burg, und zwar Dunotar. Wisst ihr was, wir können ja mal ganz kurz gucken. Da musst du nicht mal Notar für sein, um das abzuchecken. Auf den Papieren. Doch, da ist Dunotar dabei. Okay, alles klar. Also höchstwahrscheinlich, ich nehme ja einfach mal an, weil die kommt mir jetzt nicht bekannt vor. Ich habe ja damals schon im Original Stronghold alle Burgen gezeigt, die es bei den Originalbelagerungen gab. Und Dunotar kann ich mich nicht erinnern. Und ich meine auch gehört zu haben, dass Firefly ja extra nochmal Burgen nachdesignt hat. Was bedeutet, alles, was jetzt neu an Content an Burgen dabei ist, kann man auch so in der Belagerung nachspielen. Okay, alles klar. Wissen wir Bescheid. Wir beginnen mit Dunotar. Und wir sind jetzt hier in Schottland und gucken wir einfach mal. Haben wir denn auch eine Beschreibung der Burg? Ja, haben wir. Aufgrund seiner strategischen Lage an einem Felsvorsprung vor Schottlands Küste war Dunotar stets relevant für die Verteidigung der Schifffahrtswege. An zwei Seiten, umgeben von Steinfelswänden, ist Dunotar ebenso uneinnehmbar wie beeindruckend. Besiegt alle feindlichen Einheiten. Ist jetzt die Frage, sind wir Angreifer oder Verteidiger? Ich glaube, wir können das nicht auswählen, ne? Sieht nicht so aus, als könnten wir das auswählen. Wird uns das vorgegeben oder können wir jede Burg angreifen und verteidigen in einmal? Also Auswahl gibt es anscheinend nicht. Schauen wir mal, was die Mission uns vorgibt. Einen Schwierigkeitsgrad können wir auch nicht auswählen. Hm, okay, alles klar. Wir haben Gold als Startgut, aber wir können auch da... Okay, ganz kurz mal pausieren. Angucken. Ich meine, die Burg sieht jetzt, gerade wenn man jetzt weiß, was es so an Community-Burgen gibt, die Burg ist jetzt nicht das Beeindruckendste, was man jemals gesehen hat, aber wenn es einer realen Burg nachempfunden ist einfach, sowohl das Gelände als auch die Burg, gut, okay, beim Gelände hätte man natürlich ein bisschen, auch ein bisschen mehr Liebe reinstecken können, obwohl ich diese Felsformation hier mag, im Wasser. Vielleicht ist die auch wirklich real nachempfunden. Aber ja, sagen wir es mal so, wenn es die Vorgabe nicht mehr hergibt, ist es ja auch verständlich auf irgendeine Art und Weise. Ja, da wären wir hier. Übrigens, ich habe immer noch hellblau ausgewählt. Wenn ihr eine andere Farbe sehen wollt, sagt Bescheid. Der Lord hat einen kleinen Zitteranfall, wenn man ihn anklickt. Ich habe vor kurzem was Interessantes gelesen in den Kommentaren. Mittlerweile kann man auch den Cursor... Ja, man kann den Cursor vergrößern. Oh nee, Firefly. So sehr übertreiben solltet ihr jetzt auch nicht. Ich meine, ich hätte zwar gerne einen größeren Cursor, ja... Ich hätte gern noch ein Mittelding. Der hier ist mir zu klein. Der ist mir zu klein, der ist mir zu groß. Können wir so nur eine Zwischenstufe machen? Weil das Ding, das kommt mir vor wie so eine Rentnerlupe einfach nur. Sehr übel. Das löst aber nichts an dem Problem, was ich habe. Mein Problem ist eigentlich weniger der Mauscursor. Mein Problem ist hier das Auswahlding. Das grüne Teil mit den Pfeilen und das Hoch und Runter. Und das ist mir oftmals zu klein, um Sachen auszuwählen. Der Mauscursor ist weniger das Problem. Aber gut, okay. Man merkt, sie sind bemüht, es weiter anzupassen, das Spiel. Das ist schon mal was Schönes. Zusätzliche Zoom-Intervalle? Einen Moment mal. Oha, man kann jetzt noch mehr, man hat jetzt noch mehr Zoom-Stufen. Das ist auch cool. Wichtig das so? Oder möchte ich... Vielleicht habe ich da auf die Weise ein paar andere Sichtweisen. Ich lasse es erstmal aus. Dann kann ich nämlich schneller rein und raus zoomen. Das erhöht die Geschwindigkeit. Aber cool, was Firefly alles hinzugefügt hat. Also es wird immer mehr. Es wird immer mehr an Optionen und Spielereien, was im Spiel hinzugefügt wird. Erinnert mich jetzt wirklich an die Zeiten, wo monatlich Updates kamen für den UCP, für Stronghold Crusader, wo immer wieder neuer Shit reinkam und man immer wieder gehypt war. Ich muss sagen, Firefly, ja, man muss ihnen wirklich zugute halten, dass sie das Projekt nicht fallen lassen, sondern immer wieder nachreichen, jetzt gerade aktuell. Okay, ey, da kommen sie und bemannen die Geräte. Unsere Verteidigung. Konzentrieren wir mal ein bisschen. Die Ritter können vielleicht mal raus, um irgendwas zu stören. Die Katapulte machen schon mal ihren Job. Wir können nichts ausbilden, leider. So, macht mal die Sturmböcke weg. Die sind unbemannt gerade, beziehungsweise... Unbemannt wissen wir nicht, aber die sind auf jeden Fall unverteidigt. Die Katapulte machen Aua, aber bis jetzt ist noch nichts zerstört worden. Und wir haben Stein zum Reparieren. Das ist natürlich auch cool. Ja, da kommen sie, die Lümmel. Ja, lassen wir sie mal näher kommen.
jetzt, wo sie da weg sind, können wir doch von der Seite kommen und die Katapulte zerstören. Komm, lieber Streitkampfkämpfer, kriegen wir down. Okay, das sind jetzt ein paar mehr. Die Patrouillen sind natürlich ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Oh, was sind da? Eine Menge Bogenschützen, Mist. Ah, einer der Bockys ist noch da, okay. Einmal durch. Vorsicht. Das Tor wird gleich fallen. Ich würde mit dem Anzünden noch warten auf gewisse Momente. Zum einen auf diesen Moment hier. Oh, der wird gut, der wird gut. Yes! Mit dem Bogenschützen und die Schwertkämpfer. Knusprig. Haben wir den Baumeister noch? Wir haben ihn noch. Er ist nicht auf automatisch Schütten gestellt. Das gefällt schon mal. Golbis, kommt mal raus. Die können von mir aus durch. Obwohl, wisst ihr was? Ab geht er. Viel Spaß. Feuer. Ja, die Ambusschützen sind es wert, würde ich mal sagen. So. Ihr kommt mal zurück nach Hause. Ich sehe noch Schwertis, die können auch mal mit alle dazu. Warum seid ihr alle aggressiv gestellt? Liebe Hunde, warum kommt die schon raus? Fragen über Fragen. Würde ich mal sagen. Das war's schon fast alles. Ich dachte, da kommen noch Wellen. Oh mein Gott, dann geht das ja echt easy peasy. Okay, es ist die erste Mission im Burgpfad. Aber hey. Das heißt, wir haben unseren Nahkampfhund gar nicht gebraucht. Na gut, das Feuer hat auch wirklich gut reingescheppert. Ja, eigentlich wäre es, und so habe ich es auch bei den Belagerungen gemacht, sollten wir die jetzt noch angreifen dürfen, wäre es eigentlich andersrum besser, wenn wir zuerst angreifen und dann verteidigen. Das ist ja so die Mentalität, die ich hatte, als ich damals die Belagerung gespielt habe, auf sehr schwer. Einfach weil wir als Angreifer dann erstmal noch nicht wissen, wo das Pech ist. Wenn wir zuerst verteidigen, dann wissen wir schon, wo die ganzen Fallen aufgestellt sind und haben dann natürlich als Angreifer leichteres Spiel, weil wir ja nicht mehr blind reingehen in der Hinsicht. Aber ich mache einfach so, wie es uns der Burgpfad vortischt. Ich habe ja eh keine Wahl. Eine Nachricht der Ratte. Halt, Moment. Sieg! Der Löwe kann wieder brüllen. Ach nee, halt. Gibt es jetzt noch eine Verteidigung oder war es das einfach? Das war's. Wir haben jetzt einfach nur... Okay, wir müssen entweder angreifen oder verteidigen und das Spiel gibt es uns vor. Na gut, okay. War eine kurze erste Folge. Ich mache nach wie vor eine Burg, eine Folge. Mal gucken, wie lange es dauert am Ende. Vielleicht gibt es einige richtig harte Nüsse, wo wir eine Stunde dran sitzen. Schauen wir einfach mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war Dunedain. Und wir sehen uns das nächste Mal dann bei Wargwurf.